Herzlich willkommen bei Eng am Ball, Hauptsache Fußball Talk. Heute unser zweites Gespräch mit Mike Wunderlich, Kapitän von Viktoria Köln, und Giuseppe Cotrufo, meinem Co-Moderator. Wir haben heute ein sensibles Thema, nämlich Depressionen und Burnout im Leistungssport. Und darüber würden wir eben gerne mit Mike Wunderlich sprechen, den es da vor, glaube ich, 2 Jahren das erste Mal ziemlich hart erwischt hast. Wie hat sich das bei dir da damals dargestellt? Wie hast du gemerkt, du kannst nicht mehr so, wie du willst? Ja, ich glaube, das ein schleichender Prozess war. Ne? Man hat so ein bisschen, ja, zuerst mal muss ich sagen, dass die Phase sicherlich dazu beigetragen hat, sprich die Ergebnisse, uns ja, eine Niederlagenserie begleitet hat in Frankfurt, also das völlige Gegenteil der Hinrunde. Die Hinrunde lief für uns und auch persönlich für mich sehr, sehr gut. Und ja, in der Rückrunde haben wir, glaube ich, 7, 8 Spiele am Stück verloren. Und ich glaube, bei mir war das Hauptproblem ja, mein Ehrgeiz und meine Verbissenheit. Ich glaube, die hat mich einerseits dorthin gebracht, in die zweite Liga, auch mit der Hinrunde, die gut war von mir, richtig gut war. Und ja, aber genauso gut hat mich das auch kaputt gemacht in der Phase, wo es nicht so lief. Ja, auch wenn ich vom Trainer immer wieder hören durfte, dass ich einer der wenigen sei, dessen Leistung weiterhin stimme. Aber ich selber war unzufrieden und nicht mit mir zufrieden. Das habe ich ja, mir eigentlich 24 Stunden am Tag Gedanken drüber gemacht und habe dann nach und nach gemerkt, dass ja, irgendwas nicht stimmt, dass ich ein bisschen mich nicht aufrappeln konnte morgens, sprich zum Training zu gehen oder was mit meiner Familie zu machen. Und gerade was das Training angeht, dann war das für mich eher ungewöhnlich. Und deshalb habe ich irgendwo feststellen müssen oder können, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Und das wurde ja auch leider nicht besser, sondern eher schlimmer. Ich habe mich dann, glaube ich, 3, 4 Wochen da so ein bisschen durchgequält. Habe gedacht, so ist halt eine schlechte Phase, die jeder mal wieder hat. Aber es wurde leider ja nicht besser. Und nach meinem letzten Zweitligaspiel in Union Berlin, beziehungsweise schon vor dem Spiel, habe ich sehr, sehr schlimme Probleme gehabt. Hab dann aber gespielt, hab auch die Wochen lang alles in mich reingefressen. Ich mit meiner Frau gesprochen, mit keinem drüber gesprochen, was sicherlich im Nachhinein ein großer Fehler war. Aber gut, so hat das ein bisschen angefangen oder so ist das zustande gekommen. Du Also sagtest. man muss noch kurz sagen, glaube ich, dass der Mike damals von Viktoria Köln noch fünfte Liga damals, na, heute vierte Liga, damals noch fünfte, direkt in die zweite Liga gegangen ist nach Frankfurt. War von Essen. Auch von Essen, ja, du bist Aber dann auch von, genau, vierte Liga auch und vierte Liga. bin Ne? dort in die zweite Liga, habe dort ja, ich denke schon ein bisschen überraschend auch für mich selber, vom ersten Spieltag an jedes Spiel gemacht, bis zum 28. Spieltag jedes Spiel über die volle Distanz, was sicherlich auch ungewöhnlich für einen Offensivspieler ist, habe also mich durchgesetzt und ja, wie gesagt, Hauptgrund, denke ich, war dann auch ja, die Phase in der Rückrunde, die mich dann auch persönlich ein bisschen kaputt gemacht hat. Du sagst ja selber, du warst ja auch Leistungsträger und du wurdest ja auch ziemlich als Fanliebling damals in Frankfurt wahrgenommen. Und es war aber so, als du das erste Mal gemerkt hast, dass du vielleicht irgendwie in einen kränklicheren Zustand verfallen bist, bist du ja nicht sofort in Behandlung gegangen. Gibt es da irgendwie, ist das als Fußballer so, dass man denkt, man würde Schwäche zeigen, wenn man sich direkt in eine Therapie begeben würde? Oder wieso hast du das nicht sofort gemacht? Ja, ich habe, glaube ich, anfangs nicht so wirklich gewusst, was mit mir los ist. Ne? Also ich habe nicht gedacht, dass es dann so welche Ausmaße nimmt. Habe, wie gesagt, gedacht, dass es ja eher eine Phase ist, wo man sich nicht gut fühlt, man verliert und man kommt da schon wieder raus. Aber ja, und dann habe ich eigentlich nach dem Union Berlin-Spiel, wie gesagt, gemerkt, dass es so nicht weitergeht, dass ich auf jeden Fall was machen muss, weil ich zu nichts mehr Lust hatte, auch am liebsten den ganzen Tag zu Hause geblieben wäre. Und habe dann einen Tag vor dem Meisterschaftsspiel gegen 1860 München meinen Trainer informiert, darüber, dass es mir nicht gut gehen würde. Habe so ein bisschen nur angeschnitten das Thema, warum. Ich hatte ein überragendes Verhältnis zu meinem damaligen Trainer. Das habe ich auch heute noch. Wir sind immer noch sehr eng in Kontakt und deshalb hat er gesagt, okay, sie werden nach außen hin sagen, dass ich Magen-Darm habe, eine Grippe habe und nicht spielen kann. Alles Weitere würden wir die Woche besprechen. Ich soll erstmal nach Köln fahren, sprich in meine Heimat.
Und dann schauen wir mal. Und dann habe ich das dem Trainer ausführlich erklärt, wie es ist. Und der hat genau wie der Verein Verständnis dafür gezeigt. Ich wurde krank geschrieben erstmal, bin dann sofort in Behandlung gewesen, da ich mit meinem Vater einen an der Seite hatte, der dieses Thema ein Jahr, knapp ein Jahr vorher auch durchlebt hatte. Sprich, hatte ich da einen großen Vorteil, wenn man das so sagen darf, mit meinem Vater dort drüber zu sprechen, und hat dann auch deshalb die Möglichkeit, direkt mich in Behandlung zu geben. Darüber wurde der Verein dann halt informiert. Und inwiefern konnte dir dein Vater da jetzt Ratschläge geben für dich jetzt halt, dass du dich im Nachhinein auch so ein bisschen er selber aus dieser Situation, auch von diesem Zustand befreien konntest und ja dann doch wieder als Aktiver jetzt auf dem Platz läufst? Ja, ich glaube, es ist halt schwer für jemanden, der diese Krankheit nicht hat, sich dort in die Lage hineinzuversetzen. Und wenn man mit manchen drüber spricht, die diese Probleme nicht haben, dann glaube ich, denkt man, wie geht das? Ne? Weil wenn ich mit anderen Fußballern drüber spreche, die sagen dann, beziehungsweise kann man sich sehr, sehr schwer vorstellen. Und mein Vater wusste, wovon ich spreche. Und deshalb konnte er mir da auch sehr, sehr viele Tipps geben. Und sehr, sehr viele Gespräche habe ich mit ihm in der Zeit geführt. Und muss auch ganz klar sagen, dass mein Vater mir schon fast mehr geholfen hat als der Arzt. Ne? Und darauf bin ich sehr stolz auf und bin da meinem Vater sehr dankbar, dass ich heute zum Glück keine Probleme mehr habe. Du sagst es ja auch gerade, dass dein Vater dir da eigentlich als größte Person, also am meisten den Rücken gestärkt hat. Es gab es ja nach 2009, nach dem Enke-Fall, da immer diese große Debatte, die medial immer wieder aufgebauscht wurde. Die Betreuung in dem Verein ist nicht gut genug, muss erweitert werden. Du warst ja jetzt bei Frankfurt auch Zweitliga-Profi. Wie hast du denn da die vereinsinterne Betreuung wahrgenommen? Gab es da überhaupt irgendwen, der Erfahrung mit solchen Fällen hatte oder konnte dir da wer helfen oder? Ich denke, dass es für den Verein sicherlich ja, Neuland auch war. Da in dem Verein selber gab es so einen Fall nicht. Ne? Und mir hat man klar angeboten, auch über den Verein an Ärzte heranzukommen, sprich in Frankfurt Therapie zu machen. Und also da wurde schon, der Verein hat sich schon darum gekümmert, um mich gekümmert und mir auch alles angeboten. Ich habe dann. Da ich dann zwei, drei Sitzungen bei dem Arzt auch von meinem Vater hatte, mich dazu entschieden, in der Heimat zu bleiben und das hier durchzuziehen. Aber ich denke, dass ja, nicht sehr, sehr viele Vereine heutzutage, glaube ich, darauf vorbereitet sind, gerade in der zweiten Liga, und auch vielleicht nicht die Möglichkeiten dazu haben. Mike, ist es denn auch so eine Sache der Überforderung? Muss man dann wirklich auch den Schritt machen und so ehrlich zu sich sein und sagen, okay, ich bleibe dann in meinem Umfeld, das mir gut tut, auch in der gewohnten Umgebung, sprich, ich muss auch auf die Leute achten, die mich umgeben, dass ich so ein bisschen auch getragen werde, wenn man sich sonst einfach zu permanent überfordert. Ja, auf jeden Fall. Und das war auch ein Punkt, wozu der Arzt mir geraten hat, auf jeden Fall erstmal die ersten Wochen in Köln zu bleiben, auch mit meiner Familie zu verbringen. Das hat der Verein auch alles akzeptiert und das war auch sehr, sehr wichtig. Man muss da auch, ja, wie schon gesagt, ehrlich zu sich selber sein, ne, dass das momentan nicht funktioniert. Und bis zum Saisonende waren, glaube ich, noch 5, 6 Spiele. Und ja, bis dato habe ich auch erstmal gedacht, okay, die Saison ist abgehakt und im Sommer werde ich dann wieder ganz normal angreifen. Habe nicht gedacht, dass sich das dann so entwickelt, dass ich leider eine längere Zeit ausfallen musste. Du bist ja dann bei Viktoria Köln dann auch gleich wieder zum Führungsspieler geworden, hast die Kapitänsrolle übernommen, gut ausgefüllt, hast eigentlich eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt gespielt. Wie würdest du deinen Alltag jetzt von einem in Anführungszeichen normalen Spieler unterscheiden? Was machst du anders als die anderen? Oder musst du anders machen? Ja, ich denke, dass ich oder es wichtig war, in eine Mannschaft zu kommen, wo ich, glaube ich, von 25 Leuten im Kader 20 schon von der Jugend an gekannt habe. Wir hatten letztes Jahr eine Mannschaft, die ausschließlich aus Spielern von Jugendmannschaften Köln, Leverkusen, wo man sich kannte, wo man einfach viele Freunde hatte. Ich hatte einen Trainer mit Heiko Scholz, den ich auch schon in der Jugend hatte, den ich schon länger kannte. Mein Vater war sportlicher Leiter, die einfach ich kann, das war mein Heimatverein, in der Jugend habe ich dort gespielt und das war sehr wichtig für mich. Und ja, dann daraufhin hat mich der Heiko Scholz im Trainingslager angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Er würde mich gerne zum Kapitän machen.
Und das war für mich eigentlich keine Frage, ne, dass ich das mache, weil ich war davon überzeugt, das ausführen zu können. Meine Probleme lagen nie auf dem Platz oder nie auf irgendwelchem Druck, wie es dann leider Gottes auch in einigen Medien oder in eigenen Berichterstattungen immer wieder vorgekommen ist, dass es hieß, ich wäre mit dem Druck nicht klargekommen. Das war definitiv nicht so. Und deshalb habe ich das gerne gemacht, bin das auch weiterhin und wie gesagt, dann macht das auch gerne. Du hast gesagt, die Probleme lagen nicht auf dem Platz. Hast du es vielleicht schon früher in deinem Leben gespürt und dann so übergangen? Oder würdest du sagen, es kam schon aus der Situation oder es ist angeboren oder hat man die Ursache gar nicht so klar erkannt? Doch, die Ursache habe ich eigentlich mit meinem Arzt dann schon erkannt, dass es ja eigentlich so war, dass ich sehr heimatverbunden bin und viele Probleme auch aus kleinerer, sprich Kindheit waren, die einfach nach und nach hochkommen. Ich habe mich dann mit dem Thema intensiv beschäftigt. Da kommen halt Sachen vor, wo man nicht so wirklich dran glaubt, dass es vielleicht daran liegt, dass irgendein Erlebnis in der Kindheit war oder sonst was. Das ist leider so. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, ich war schon, obwohl er hat mich halt ganz lapidare Dinge gefragt, wie es in meiner Kindheit war. Und da gab es halt immer wieder so Sachen. Ich konnte schon als Kind nicht auf Klassenfahrten oder so, war ich immer einer der dann wieder froh war, zu Hause zu sein und nicht gerne von zu Hause weg war. Und ja, das hat sich dann so ein bisschen immer wieder gespiegelt und war dann vielleicht in Frankfurt zu der Zeit auch so. Und ich denke, dass dann der sportliche Negativlauf vielleicht nur der Auslöser war, aber nicht der Grund. Kann man das überwinden? Kann man dann so der Reifen als Erwachsener, dass man dann irgendwann vielleicht doch nochmal den Schritt sagt, okay, ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt so gefestigt auch als Person, ich gehe doch nochmal in die zweite Liga, 200 Kilometer weiter weg, oder würdest du das für dich jetzt eher ausschließen? Ja, mit dem bisschen Abstand, sind jetzt fast 2 Jahre her, würde ich jetzt aktuell sagen, dass ich mich auf jeden Fall in der Lage dazu fühle, nochmal den Schritt zu wagen. Und mein Vertrag läuft im Sommer aus. Man wird sehen, was im Sommer passiert. Ich kann mir vorstellen, bei Victoria zu bleiben. Kann mir aber auch vorstellen, bei der einen oder anderen interessanten Sache vielleicht dann das nochmal anzupacken. Ich bin jetzt 27 und es gibt immer ein Positives und Negatives für Viktoria und für den Weggang und man muss da halt gemeinsam mit meiner Familie und dann entscheiden, was der richtige Schritt ist. Wie war denn so, sage ich mal, die Resonanz von anderen Wegbegleitern, gerade vielleicht auch zu Frankfurter Zeiten, wo du die Spieler noch nicht auf so einer persönlichen Ebene kanntest, als die dann wussten, was mit dir los ist, was kam da für Reaktionen? Ja, eigentlich nur positive aus der Mannschaft. Ne? Man hat viele aufmunternde Worte bekommen, viele Anrufe bekommen. Ich hatte in der Mannschaft, glaube ich, dann auch durch meine Leistungen einen hohen Stellenwert mir erarbeitet, hatte dort auch viele Freunde eigentlich. Ich habe mich auch wohl gefühlt und deshalb war das für mich ein bisschen überraschend, dass das so weit gekommen ist, dass ich sage, okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich von Köln nicht weg kann und trotz, dass ich mich wohlgefühlt habe in der Mannschaft und auch in Frankfurt. Jetzt hatte man ja auch mal gehört, dass es aber dann schon mal Leute gab, die ein bisschen daran gezweifelt hatten, dass du wirklich krank warst. Wie sehr nagt das dann an einem? Ist das auch nochmal so eine Zusatzbelastung oder wie bist du damit dann umgegangen? Ja, Weil wie du ja schon die sagtest. Verantwortlichen haben mir erst bis Saisonende geglaubt in Frankfurt, das auch nie in Frage gestellt. Als ich dann im Sommer letzten Jahres gesagt habe, okay, ich möchte nicht mehr zurückkommen nach Frankfurt, ich möchte in Köln wohnen bleiben, hatte dann eine Anfrage von Alemannia Aachen aus der zweiten Liga, da hätte ich in Köln wohnen bleiben dürfen, beziehungsweise können, das sind knapp 80 Kilometer. Habe den Verein dann darum gebeten, den Verein zu verlassen und dass ich nach Aachen gehen möchte, auch in die zweite Liga, da ich aber dann zu Hause wohnen bleiben darf, ja. Und dann fing die Situation eigentlich an, dass es ein, zwei Leute im Verein gab in Frankfurt, die das angezweifelt haben. Die dann gesagt haben, wenn du in Aachen spielen kannst, dann kannst du auch in Frankfurt spielen. Wir werden alles dafür tun. Du kannst mit dem Zug kommen, also du kannst in Köln wohnen bleiben. Wir bezahlen dir dein Ticket. Die zwei Leute haben leider nicht so ganz das Thema verstanden. Und
Es war ein langer Kampf, schon damals im Sommer mit meinem Vater, der mich da auch unterstützt hat. Ich bin dann in Urlaub geflogen, die Dinge haben sich ja, ein bisschen gezogen. Man hat mich auch im Urlaub immer wieder belastet, wenn man dann irgendwie einfach nur befreit werden möchte. Und dann ein, zwei Leute sind, die eine Sache anzweifeln und man weiß hundertprozentig, dass man von der Sache betroffen ist, dann ist das schon traurig und auch schon schwierig für einen. Im Urlaub habe ich dann einen Anruf bekommen, dass die Vereine Aachen und Frankfurt sich geeinigt haben. Sprich mit einer Ablöse, dass ich nach Aachen wechseln kann. Und an dem Abend habe ich aber für mich feststellen können, leider Gottes, dass ich das auch nicht machen möchte, dass ich mich nicht in der Lage dazu fühle. Und dann habe ich dann auch alle meine Aachen abgesagt. Ja, und erst dann, glaube ich, hat man mir wirklich geglaubt, dass ich Probleme habe, weil ich dann freiwillig aus der zweiten Liga in die fünfte Liga gegangen bin. Ich denke, das macht man nicht einfach so. Und ja, ich glaube, erst zu diesem Zeitpunkt haben die Leute mir dann auch geglaubt, dass ich wirklich ja, ernsthaft erkrankt bin. Sprich, bist du mit den Leuten dann wahrscheinlich ist das auch aus der Welt geräumt dann da und Ja, aus der Welt geräumt. Ich glaube, so eine Sache vergisst man nicht oder vielleicht ein oder andere, ja, ich nicht. Und das werde ich diesen besagten Leuten auch nicht vergessen. Und deshalb sind diese Leute für mich gestorben. Mit den Leuten möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und ja, damit ist die Sache auch. Ich habe mit dem Verein abgeschlossen, weil sich ja auch dann im weiteren Verlauf noch einige Dinge passiert sind. Und deshalb sind diese Leute für mich gestorben und möchte auch über die Leute kein Wort mehr verlieren. Positive ist, du hast ja jetzt dein gewohntes Umfeld wieder und da fühlst du dich wohl und ich denke Auf mal, jeden so Fall. hält es sich besser aus. Ja. Wenn du jetzt hast du ja ein bisschen Abstand zu dieser Aachen-Frankfurt-Situation, musst aber trotzdem jetzt im Sommer neu über die Lage nachdenken. Bist jetzt 27 geworden im März und wohin geht dein Gefühl? Was sagt dir dein Bauch? Wirst du es mit der Viktoria nochmal schaffen, nächstes Jahr dann nochmal eine Stufe höher zu kommen? Oder spielen da jetzt auch noch andere Faktoren eine Rolle? Ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, es gibt sicherlich Situationen, die für Viktoria sprechen und Situationen, die dafür sprechen, vielleicht noch einen Schritt woanders hin zu wagen. Es hängt an vielen Faktoren, es kommt auch sicherlich immer darauf an, was man für Alternativen hat. Ich habe Stand jetzt auf jeden Fall zwei, drei Sachen, die sehr interessant für mich sind, wo ich mir Gedanken drüber mache und ja, man muss abwarten, wie sich das jetzt bis zum Sommer noch entwickelt und dann werde ich in Ruhe entscheiden, was ich mache. Also, du hast vorher erzählt, du hast dann eine Therapie gemacht, als wir uns das erste Mal unterhalten haben vor 1,5 Jahren, da warst du dann noch einen Schritt weg. Was hast du jetzt im Einzelnen für eine Therapie gemacht? Ja, es war eine Gesprächstherapie, wo man die Ursachen halt rausfinden wollte und ja, die ganzen Dinge von Kindheit halt aufgearbeitet hat. Das hat knapp fast ein Jahr gedauert, bis der Arzt gesagt hat, okay, ich habe mich auch besser gefühlt und er hat das auch deutlich gemerkt bei mir und wir dann zu dem Entschluss gekommen sind, das nur noch bei Bedarf zu machen. Und ich war seit diesem Gespräch musste nicht mehr dorthin, also fühle mich seit knapp einem Jahr beschwerdefrei und ich hoffe, dass es so bleibt. Ne? Würdest du denn jetzt rückblickend, jetzt wo du weißt, wie sich das Umfeld von dir verhalten hat und so, jedes Mal wieder so offensiv mit der Sache umgehen? Weil wir haben ja das Beispiel, einer von unseren Usern hat gefragt, der Biermann, auch ehemaliger Ex-Profi, ist zwar selber in die Öffentlichkeit gegangen, hat aber damit eher schlechte Erfahrungen gemacht und der rät Profifußballern, sich dementsprechend nicht mitzuteilen, sondern das eher für sich zu behalten. Wie würdest du das aus deiner Perspektive beurteilen? Ja, ich habe das sicherlich mit einigen Leuten zusammen entschieden, so offensiv damit umzugehen. Habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht und ja, ich muss jetzt nach 2 Jahren, glaube ich, kann ich sagen, dass ich das so in der Form auch nicht mehr machen würde. Und dann sich. Warum speziell? Ja, weil mich haben einige Dinge gestört, wie es dann rübergekommen ist. Ne? Die Berichterstattung oder manche Berichte waren schon so,
wo ich gesagt habe, okay, so sind die Dinge gar nicht abgelaufen oder es wurde viel Mist erzählt und viel Müll geschrieben und deshalb glaube ich, oder ja, es ist schwierig zu sagen, jetzt einen Ratschlag zu geben, geh offensiv damit um oder sag lieber, du hast eine Schambeinentzündung und fehlst ein halbes Jahr. Das ist ja, es gibt ja sicherlich immer andere Dinge, die man vorschieben könnte und ich glaube, ich würde es nicht mehr so tun und würde auch eher nicht so offen damit umgehen und versuchen dann vielleicht irgendeinen anderen Vorwand vorzuschieben. Dabei hatte man eher so das Gefühl, auch diese ganze Offenheit hat die Diskussion so ein bisschen auch versachlicht, jetzt auch mit den anderen Fällen, Ralf Rangnick zum Beispiel. Das würdest du dann eher nicht so sehen, sondern eher sagen, versuch erstmal das vertrauliche Gespräch und das dann eben dann so in den Griff zu kriegen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde nicht mehr so offensiv damit umgehen, wie ich es getan habe, auch wenn ich von den Leuten oder von Mitspielern oder so, dann, da waren die Reaktionen positiv. Mich hat nur einige Dinge gestört und deshalb würde ich das so in der Form nicht mehr tun. Gab es denn jetzt auch speziell Sachen, so wirklich negative Äußerungen dann dahingehend, als du das so zum Besten gegeben hast, wie dich? Ja, negative Äußerungen in der Form, ja, Gegenspieler oder so, die haben schon, letztes Jahr gab es schon Gegenspieler, die unter der Gürtellinie waren, wo man sich dann auch fast in jedem Spiel beschimpfen lassen muss. Aber gut, ich denke, wir haben das letztes Jahr mit Leistung weggemacht. Und mein Vater hat mir mal gesagt, lass dich nicht provozieren, wir wollen nicht provozieren damit. Du kannst sie nur mit Leistung strafen. Und ich denke, das ist mir letztes Jahr gut gelungen, dieses Jahr auch. Es gibt immer wieder welche, die meinen, die müssen mit dem Thema anfangen. Mittlerweile lache ich drüber und anfangs ist es sicherlich nicht so einfach, damit umzugehen. Gerade da ich auf dem Platz auch immer ein bisschen hitzköpfig bin, drohte dort schon auch ab und zu mal die Situation zu eskalieren, habe dann aber letztendlich mich immer im Griff gehalten. Und, aber diese Leute oder diese Spieler, die, ja, da fehlen mir die Worte zu einfach nur. Darf man mal fragen, was kam denn zum Beispiel für Äußerungen genau? Was genau jetzt im Einzelnen, ich glaube, wenn ich das alles so wiedergeben würde, dann würden die Leute mit den Händen über dem Kopf zusammenschlagen. Da waren schon sehr krasse Beispiele bei und wie gesagt, war schlimm genug und aber jetzt mit nach und nach kann ich, oder wenn es immer, es gibt wieder oder die Saison immer noch Leute, die meinen dann mit dem Thema mich zu nerven zu müssen, aber mittlerweile geht das hier rein und dort raus. Also, mich mit abgefunden. Vom Publikum kam da auch was bei Auswärtsspielen zum Beispiel. es gibt immer, wenn man vor 5000 Zuschauern irgendwo spielt, gibt es immer den einen oder anderen, wo man mal was hört, aber das nehme ich jetzt. Ja, der größte Teil war immer respektvoll und deshalb kann ich da nicht sagen, dass ich irgendwo jetzt vom Publikum gnadenlos irgendwie ausgeschimpft oder ausgepfiffen worden bin. Das war nicht der Fall. Es war vereinzelt mal ein, da oder da mal ein Ruf, aber gut, diese Leute hat man leider Gottes überall. Kannst du denn jetzt unseren Zuschauern oder anderen Spielern auch Hinweise geben, was so Indikationen sind oder so Warnzeichen, wo man mal sagen sollte, oh, jetzt sollte ich mal ein bisschen kürzer treten oder ein bisschen so reinhören. Was waren so die ersten Dinge, wo du gespürt hast, oh, da geht es mir nicht mehr so gut, wo du es vielleicht noch gar nicht zuordnen konntest, aber jetzt könntest du es ja. Ja, die Hauptursachen waren, wie gesagt, so diese Lustlosigkeit, ne, zum Training zu gehen, weil ich 24 Stunden am liebsten Fußball spielen möchte und auf einmal hat man keine Lust mehr zum Training, kann sich nicht richtig motivieren. Das war so bei mir die Zeichen, dass irgendwas vielleicht nicht mit mir stimmte, auch wenn ich es da, wie gesagt, nicht zuordnen konnte oder geglaubt habe, dass das dann wirklich diese Geschichte ist. Aber ich denke, jeder sollte auf seinen Körper hören oder denke ich, es gibt auch genügend Spieler, die das tun und man sich immer wieder auch die Auszeiten nehmen, wenn man im roten Bereich fährt, denke ich. Sollte man nicht so blauäugig sein, auch mal vielleicht das ein oder andere Training mehr dann zu verpassen, wenn man sich nicht gut fühlt und nicht immer weitermachen. Ich denke, dass es in der Bundesliga viele Spieler gibt, die diese Probleme haben, aber vielleicht dann in sich reinfressen oder nicht so wahrhaben wollen. Das glaube ich schon. Aber das muss jeder für sich selber vereinbaren. Wenn das einer kann und auf Knopfdruck dann funktioniert, dann ziehe ich meinen Hut davor. Wenn es einer nicht kann und sich dann öffnet, okay, dann ziehe ich meinen Hut genauso davor. Deshalb, man muss das, glaube ich, jeder für sich selber dann wissen.
Könnten die Vereine noch mehr tun, dass man auch wirklich dann weiß, als junger Spieler vor allem, wenn man jetzt plötzlich 300 Kilometer von zu Hause weg ist, okay, da ist einer, da gehe ich hin, an den kann ich mich wenden, das dringt auch nicht gleich nach außen. Ich glaube, dass es schwierig ist, auch für damals in meiner Situation. Wie gesagt, ich hatte mit meinem Trainer ein wirklich super Verhältnis. Und der hat danach zu mir gesagt, ich habe dir das nie angemerkt, in keiner Sekunde im Training, im Spiel, nie. Deshalb ist er auch nie auf mich zugekommen oder hat mal gesagt, ist alles okay. Er hat mich immer gut gelaunt gesehen. Ich habe auch beim Training, wenn ich dann dort war, habe ich auch gut trainiert und Spaß gehabt. War nicht so, dass ich dann eben, wenn das Training angefangen hat, war die Sache eigentlich ganz okay. Und deshalb glaube ich, ist das schwierig, wenn es wie in meinem Fall ein Spieler ist, der sich nicht öffnet, der sich so ein bisschen ja, dann verkriecht und alles in sich reinfrisst, ist das schon dann auch für Außenstehende schwierig dann mitzubekommen. Kann man das üben? Kann man das, dass man kommunikativer wird, gesprächsbereiter wird, wenn man das merkt? Ja, ich denke schon, also wenn ich jetzt nochmal den Schritt wagen sollte und merke irgendwann vielleicht dann wieder, okay, ich merke, dass es vielleicht wieder in die Richtung gehen könnte, würde ich mich auch da anders verhalten und dann vielleicht auch das Gespräch suchen, was sicherlich auch hilfreich ist, wenn man über dieses Thema spricht. Deshalb, man muss dann Erfahrungen sammeln und ich glaube, wie gesagt, jeder muss das für sich selber wissen und ich weiß, dass ich jetzt anders damit umgehen würde, auch offen dann auch vielleicht mit dem Trainer oder Verantwortlichen drüber sprechen würde. Sind denn seitdem auch Kollegen auf dich zugekommen und haben dich um Rat gefragt? Ja, sicherlich den einen oder anderen Kollegen, der dann mal gesagt hat, wie war das? Ich fühle mich nicht so gut und hast du das auch? Und diese üblichen Fragen, wo man dann Ratschläge gibt, aber man sollte dann auch nicht, ja, nicht zu übervorsichtig sein und nicht, wenn man sich mal 3 Tage schlecht fühlt, heißt das gleich, dass man Burnout hat. Es ist, wie gesagt, eine langwierige Sache. Wenn einer 5, 6 Wochen, dann sollte man sich schon seine Gedanken machen, ne? Aber ich glaube, schlechte Tage, die haben wir alle. Deshalb, das ist ein schwieriges Thema und auch schwierig dann zu erkennen, dass man wirklich so weit ist, dass man nicht mehr kann. Hilft dir denn da, so sage ich auch mal, die Freiheit, die der Verein gibt, weil es ist ja kein Geheimnis, dass du einen relativ einmaligen Vertrag im Fußballgeschäft hast. Das heißt ja, du kannst, wenn es hier nicht gut geht, halt ohne Nachweis eines ärztlichen Attestes einfach nicht zum Training gehen. Da ist ja der Verein ja schon ein großes Stück weit entgegengekommen. Das zeigt ja schon, dass sie dir helfen wollen, dass sie dich da voll unterstützen. Wie siehst du das Ganze da? Ja, es ist Franz Josef Wernze, der diese Verträge macht oder diesen Vertrag gemacht hat, bin ich sowieso zu jeglichem Dank auf Lebenszeit verurteilt, weil ich glaube, dass es einmalig ist, in der 4. Liga Ablöse zu bezahlen für einen. Der hat mich im Sommer aus Frankfurt aus diesem ganzen Theater befreit und auch die Sache mit die im Vertrag steht, dass ich jederzeit zu Hause bleiben kann. Ich habe in 1,5 Jahren Training, zwar kein Training jetzt verpasst, aber sicherlich weiß man das zu schätzen. Du als Mensch, wenn du so jetzt so die nächsten 3, 5 Jahre vorausblickst, irgendwann geht ja dann auch die Zeit in der 3., 4. Liga dann zu Ende mit 32, 35. Hast du da schon eine Vorstellung, was deine Zukunft betrifft, oder lebst du ganz im Hier und Jetzt und versuchst das jetzt noch zu genießen die nächsten Jahre? Ja, zuerst einmal möchte ich sicherlich oder hoffe ich, dass ich noch ja, bis 4,35 auf hohem Niveau Fußball spielen kann. Ich hatte zum Glück keine schweren Verletzungen, hoffe, dass das auch so bleibt. Und ja, habe ja meine Ausbildung im Betrieb von meinem Vater gemacht, bin dort auch 2, 3 Mal die Woche im Büro tätig. Werde sicherlich dann da auch reinwachsen in einem gewissen Alter und aber möchte natürlich auch weiterhin dann im Fußball verbunden sein, glaube ich, und kann man sich auch vorstellen, dann im Trainerbereich, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen zu arbeiten und werde, glaube ich, mein Leben lang irgendwie immer was mit Fußball zu tun haben wollen. Ja, das würden wir uns auch sehr hoffen. Das würde auf jeden Fall gut zu dir passen und die Fans würden es wahrscheinlich auch freuen, dich da noch weiter zu sehen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und wenn du bei Viktoria bleibst, dann wünschen wir euch natürlich, dann, wenn es dieses Jahr nicht mehr klappt, dann für die Saison 13/14 den Aufstieg, weil so ein Aufstieg ist natürlich auch was Tolles. Ja, ich Okay, habe das schon war's jetzt schon für, mitgemacht. ja, bitte. Das war's für von unserer Seite von Eng am Ball, Hauptsache Fußball Talk. Bis zum nächsten Mal, danke.